In dieser Demonstration zeigen wir Ihnen, wie der Roboter mit uns interagieren kann, mit uns Menschen. Dazu sprechen wir mit ihm. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit ihm zu sprechen. Mit dem iPhone, wenn man über eine größere Distanz sprechen möchte mit ihm. Oder auch direkt in das Mikrofon-Array, was an seinem Kopf montiert ist. Und wir zeigen hier jetzt konkret in dieser Demonstration ein Rezeptionisten-Szenario, wie der Roboter eine Person empfängt, den Namen abfragt, die Zielperson abfragt, an wen die empfangene Person sich richten möchte, und dann fährt der Roboter zu dieser Person hin und überprüft, ob die entsprechende Person Zeit hat. Und das zeige ich Ihnen jetzt mit dieser iPhone-Demo. Welcome. What is the purpose of your visit? Hello, my name is Florian and I would like to visit Kevin. Please wait. I'll have to see whether Kevin has time for you. Hier konnten Sie am Anfang sehen, ich konnte den Roboter unterbrechen. Wir haben ein Barge-In gemacht. Das bedeutet, ich unterbreche den Roboter, während er spricht, und er versteht trotzdem, was ich gesagt habe. Und jetzt würde der Roboter als nächstes rausfahren und den Kevin suchen eben. Der Roboter fährt jetzt raus zu Kevin in Kevins Büro. Wir können hier auf dem Bildschirm sehen, was der Roboter sieht. Mit einer gewissen Verzögerung, weil wir das über das Wireless LAN machen. Und man sieht hier den Flur und entsprechend auf der Karte, das sieht den Laserscan der Karte, sieht man, dass er in Kevins Büro fährt, was ungefähr hier ist. Und wenn Kevin dann vor Ort ist, dann erkennt er, dass Kevin dort ist, spricht ihn an, wenn er ihn erkannt hat, und fragt ab, ob er Zeit für mich hätte. Excuse me, Kevin, you have a meeting with Florian. Do you care to accept? Yes. Okay, I shall tell our visitor to see you immediately. Das war das Abschlussstatement des Roboters. Er hat Kevin befragt. Kevin hat gesagt, er hat Zeit für mich. Und jetzt hat er mich aufgefordert, hinter ihm zu bleiben. Er führt mich jetzt zu Kevin dann raus.